Steffi, wir sind jetzt hier beim Sakletti am Rotkreuzplatz. Was machen wir denn heute hier? Ich habe mir gedacht, wir verschenken heute Eis. Heute ist letzter Schultag, noch ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, aber die ersten Schüler sind jetzt schon da. Wenn die nämlich ihr Zeugnis herzeigen, bekommen die einfach ein Eis geschenkt von Sakletti. Also jeder Schüler, nicht nur die Besten? Nicht nur die Besten, natürlich nicht, weil die mit den schlechten Noten brauchen schließlich das Trosteis. Ja, dann legen wir los, oder? Legen wir los, Eiskelle in die Hand. So, das war's jetzt wirklich. Das war jetzt wirklich die allerletzte Ferien-Eis. Die Wünsche der Schüler, da waren wir wirklich leer geräubert. Wir haben komplett alles leer geschleppt. Schauen Sie mal. Leer. Deswegen bekommt das letzte Eis jetzt mein Kameramann. Also, ich habe das Arabella-Ferien-Eis jetzt auch mal probiert. Es ist sehr lecker, das ist wirklich gut. Und wir haben es ja heute auch verschenkt an alle Schüler, die ihr Zeugnis hergezeigt haben, so wie der Nico zum Beispiel. Nico, sag mal, wie schmeckt's dir? Super, also es ist echt lecker. Das freut mich sehr. Sag mal, zeig mal her, hast du dein Zeugnis dabei gehabt? Oh, das ist aber sehr gut. Ja. Warst du so fleißig dieses Jahr? Nicht wirklich, einfach angeboren. Das finde ich ja furchtbar. Leute, die nicht lernen müssen, aber trotzdem gut sind. Dann sind die Eltern heute zufrieden bei dir, oder? Auf jeden Fall. Na gut. Na dann würde ich sagen, wünschen wir mal allen zusammen schöne Ferien! Ja.